O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com. Die Weihnachtszeit ist eine sehr schöne Zeit, besonders für Kinder. Heute werden wir über Kindheitserinnerungen an die Weihnachtszeit sprechen. Oh mein Gott, das ist so. Das ist so geil. Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. In diesem Video werde ich meine Lieblings-Kindheitserinnerung mit dir teilen. Jemand hat mich in der Facebook-Gruppe darum gebeten und wenn ihr mich um etwas bittet, dann mache ich es auch. Ich mache es nicht immer gleich, weil ich eine lange Liste habe, aber ich mache es. Viel Spaß! Los geht's! Meine Lieblings-Kindheitserinnerungen. Ich habe sehr viele schöne Erinnerungen an die Weihnachtszeit. Das war immer eine sehr tolle Zeit. Also einmal brauchte man nicht zur Schule zu gehen. Es gab viel Süßigkeiten, die man essen durfte und es gab Geschenke. Und alles war schön beleuchtet, alles roch gut. Es war eine sehr schöne Zeit. Ja, es ist immer eine sehr schöne Zeit, wenn Weihnachten ist. Und am meisten erinnere ich mich daran, dass ich immer lange gewartet habe auf Weihnachten und sehr viel Vorfreude hatte, sehr viele Hoffnungen, ja. Und ich habe sehr lange immer darauf gehofft, ein bestimmtes Geschenk zu bekommen. Ja, da war zum Beispiel dieses eine Weihnachten, wo ich ganz doll darauf gehofft habe, einen Gameboy zu kriegen. Ja, das waren 2000, nee, noch nicht mal 2000, sondern 1900. 97, 98, wann kommt der? Ich weiß nicht mehr, wann der erste Gameboy rauskam. Das sind schon viele, viele Jahre her. Und ich habe sehr darauf gehofft, diesen Gameboy zu bekommen. Und ich habe sehr darauf gehofft, auch Zubehör zu bekommen. Ja? Ich fand, es gab sehr tolles Zubehör für diesen Gameboy. Ich glaube, das war der Gameboy Color. Ja? Und da gab es einmal eine Lupe, sodass man den Bildschirm besser sehen konnte. Und es gab eine extra Batterie, sodass man länger spielen konnte und all sowas. Und dieses Zubehör wollte ich gerne haben und natürlich den Gameboy Color. Und ich habe ganz doll gehofft, ihn zu kriegen. Und ich hatte schon fast aufgegeben. Ja, ich weiß nicht, ob du auch so ein Gefühl hattest zur Weihnachtszeit, als du ein Kind warst, dass du dir gedacht hast, ach, ich möchte gerne dieses eine Geschenk haben, aber ich werde es wahrscheinlich nicht bekommen. Ja? Aber als dann Weihnachtszeit war, als dann Heiligabend war, habe ich tatsächlich diesen Gameboy bekommen und ich habe mich riesig gefreut. Ja, das war ein total tolles Gefühl, weil ich lange gedacht habe, dass ich es nicht bekommen werde und dann habe ich es bekommen. Ja, es war sehr, sehr schön. Ja. Und ich erinnere mich auch an das eine Mal, wo ich mit meiner Familie, meiner erweiterten Familie, in einer Hütte war, im Wald. Ja, wir haben das Weihnachtsfest in einer Hütte im Wald gefeiert und niemand war weit und breit. Ja? Wir waren sehr isoliert und deswegen konnten wir Kinder auch sehr laut sein. Ja? Wir konnten sehr laut sein an diesem Weihnachtsfest, weil wir in einer Hütte waren. Und ich werde dir gleich verraten, warum das besonders wichtig war. Ja? Und zwar wollte ich damals einen CD-Player haben. Ja, ich wollte sehr gerne einen CD-Player haben. Ja.
Also mir fällt gerade auf, wie ich von vergangenen Zeiten spreche mit Technologien, die heute selbstverständlich sind oder obsolet sogar. Ja? Also der Game Boy ist gar nichts im Vergleich zu den heutigen Smartphones. Und der Umstand, dass ich damals einen CD-Player haben wollte, ist ja sehr seltsam aus der heutigen Perspektive. Ja, heute hat fast jeder entweder einen CD-Player in seinem Computer oder sogar etwas viel Besseres. Oder man braucht einen CD-Player gar nicht mehr. Ja, aber damals, an diesem Weihnachten, wollte ich sehr gerne einen CD-Player haben. Ich habe an diesem Weihnachten eine CD geschenkt bekommen. Ja, ich habe das Geschenk geöffnet und dann war das Geschenk eine CD. Und ich habe zu meinem Bruder gesagt, hey, kann ich deinen CD-Player benutzen, um diese CD abzuspielen? Ja, weil damals hatte nur mein Bruder einen CD-Player und ich nicht. Ja, und ich wusste nicht, dass ich auch noch einen CD-Player bekomme. Deshalb dachte ich, okay, ich habe eine CD bekommen, aber ich kann sie nicht abspielen. Ich muss immer meinen Bruder darum bitten. Aber dann mache ich das nächste Geschenk auf und es ist ein CD-Player. Ja, das hat mich total umgehauen. Ja, da habe ich mich total gefreut. Ja. Da wir, wie gesagt, in einer Hütte im Wald waren, durfte ich meinen brandneuen CD-Player auf volle Lautstärke stellen. Das war echt toll. Dann gab es das eine Weihnachtsfest, wo mein Onkel den Weihnachtsmann gespielt hat. Und ich denke, das hat er total gut gemacht. Er hat es mit sehr viel Humor gemacht. Er hat immer so geredet und dann auch immer gehustet. Ja, hat eine sehr gute Show dargeboten und ich glaube, das war auch das Weihnachten, wo ich daran gezweifelt habe, dass es den Weihnachtsmann gibt, weil ich gemerkt habe, oh, irgendwie stimmt da was nicht. Irgendwie erinnert mich dieser Weihnachtsmann zu sehr an meinen Onkel. Das war auch eine interessante Erfahrung. Ja, das sind so die Erinnerungen, die bei mir hochkamen, ja, das sind die Dinge, an die ich mich am meisten erinnere. Es sind so diese kleinen Momente und mich würde auch interessieren, was deine Lieblings-Kindheitserinnerung ist. Ja? Wenn du an das Weihnachtsfest denkst, ja, und an deine Kindheit, was fällt dir ein? Ja? Welche Geschichten kannst du erzählen? Ja, ich denke, es ist ein sehr schönes Fest und ich werde auch noch weitere Videos über Weihnachten machen und auch deutsche Kultur und Weihnachten. Ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!